Herr Professor Riesner, inwiefern bietet NRW gute Bedingungen für Startups? Ich glaube, es sind drei Komponenten. Die erste und die bei weitem wichtigste: NRW hat eine sehr aktive, große Universitätslandschaft. Denn Startups kommen aus der Technologieentwicklung, aus der Universität, vor allen Dingen aus der Grundlagenforschung. Und wenn man die Universitätslandschaft in Nordrhein-Westfalen anguckt, die hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Eine erhebliche, wichtige Grundlage für Startups. Das zweite ist, NRW hat eine sehr gute Historie. Und an dieser Historie war ich nun mal beteiligt. 1984 haben wir die Firma Kiagen gegründet. Damals hieß sie noch anders. Und Kiagen ist eine der größten europäischen Biotech-Companies geworden. Der größte Steuerzahler in der Firma in dem Ort Hilden, ja, und mit über 5000 Mitarbeitern. Ich glaube, das ist eine Historie, die auch hier Vorbild sein kann. Leider konnte man es noch nicht wiederholen, aber dann sind auch andere Firmen wie die Revo, New Lab aus dieser Umgebung gekommen. Nicht zu vergessen natürlich die Aachener Szene von der Technischen Hochschule, ist natürlich prinzipiell für Startups prädestiniert, ja. Und ich glaube, es gibt andere, immer mehr Zentren jetzt in Nordrhein-Westfalen, wo sich solche Start-up-Cluster bilden. Und die dritte Komponente? Die dritte Komponente, ja, ist das, was wir heute hier besprechen. Das ist die Förderung durch Land und Bund. Aber hier in NRW ist natürlich die Förderung durchs Land. Und wir glauben, dass wir mit Minister Pinkwart jetzt einen Minister haben, der das sehr stark nach vorne bringen will und hoffentlich auch wird, dass hier vom Land gute finanzielle Bedingungen geschaffen werden, um die Gründung zu fördern, vor allen Dingen vom Beginn her schon die sogenannte Seed-Finanzierung, dass sie das erste Geld haben in der eigenen Firma und vorher schon das Geld haben, wenn sie sich in der Universität, noch Mitglieder der Universität, aber schon überlegen, wie sie eine Firma aufsetzen können und welches die Technologie sein wird. Öffentliche Gelder erfordern ja in vielen Fällen auch private Investitionen zu ähnlichem Betrag. Was kann man denn hier tun in NRW, um private Investitionen voranzubringen? Das ist eine sehr gute, kritische Frage und ich glaube, da sind wir noch nicht so optimal aufgestellt. Wir müssen da mehr Aktivitäten haben, um das Privatgeld zu aktivieren. Und ich glaube, die Family Offices, und da gibt es wirklich eine Menge in Nordrhein-Westfalen, die muss man dafür begeistern, doch in diese neuen Technologien zu investieren. Das ist eigentlich auch mein Anliegen, wo ich mich noch ein bisschen betätigen will, die Leute zu begeistern, dass sie sowas machen.